Frühstück mit viel Liebe. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich hätte so gerne diese Fliege von Herrn Naidu. Xavier, wenn du uns siehst, Xaver, dann schick diese Fliege vorbei. Diese Fliege. War auch für dich eine große Ehre, oder? Mit ihm zusammen eine Nummer zu machen. Unglaublich. Ich bin super stolz drauf. Und das ist ein Meilenstein meiner Karriere. Habt ihr den auch zusammen eingesungen? Nee, das haben wir nicht. Wir haben sehr viel beide zu tun gehabt in der Zeit. Er hat DSDS. Und ich war auch bei der Albumarbeit. Aber es war beim Dreh schon sehr magisch. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich glaube, dass man dann auch durchaus ein bisschen aufgeregt ist, oder? Wenn man einsingt und weiß, ihr hört es dann auch. Ne? Ja, und dann schon. Ja, vor allem, weil wenn er halt singt, wer ihn schon mal live singen hören hat, weiß einfach, wenn der anfängt, dann geht's dir stellen runter. Sich alle Haare. Ich hatte mal eine Veranstaltung moderiert, wo er dann auch der Stargast war und hatte in seiner Garderobe sein Geheimmittel, ich kann es jetzt gerne verraten, das ist dieser Sirup aus Fenchel. Fenchelsirup nimmt er immer für die Stimme. Hast du auch so irgendwelche Tricks? Nee, mittlerweile stilles Wasser und einsingen. Und ich glaube, es muss viel Wasser an den Kehlkopf. Es gibt ja immer dafür und wieder. Ne? Ingwer, nee, doch nicht Ingwer. Zitrone, nee, doch nicht Zitrone. Ja, ich habe früher immer Ingwer am Morgen getrunken. Mache ich jetzt nicht mehr. Ich hätte mir so Hitzewallungen bekommen. Right? Auch je nachdem, welcher Gast da ist. Du bist sehr erholt. Du bist sehr erholt heute angekommen. Du warst gerade im Urlaub, oder? Hast du gearbeitet auf Fuerteventura? Wir haben gearbeitet. Wir haben ein Video gedreht zu einem Song, der jetzt bald rauskommt. Ich darf es noch nicht verraten. Die Fans wissen es wahrscheinlich schon. Ja, weiß doch heutzutage jeder. Hast du keine Story gemacht auf Instagram? Natürlich, Insta oder so? Natürlich. Aber es wird echt ein tolles Video. Ich habe mich noch nie so sehr auf ein Video gefreut wie auf dieses, weil es, glaube ich, echt, glaube ich, eins der besten wird dich. Also jetzt ist richtig gut. Jetzt ist richtig gut. Bei den Gästen immer das Gefühl, ja, das nächste Album ist immer das Beste das und der nächste so. Song natürlich immer der tollste. Ja, weil du halt immer weitergehst, du entwickelst dich weiter und natürlich sagt man bei jedem Album so, das ist jetzt die beste Version von allem und dann geht es immer weiter. So ähnlich haben wir das ja früher bei den Bands auch immer gehabt. Die Songs, die du gerade gemacht hast, die spielst du halt am liebsten, ne? Nö, also ich sterbe für dich, wenn ich das jetzt so sehe, das ist schon schön, wenn man auf so eine Geschichte zurückgucken kann, jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Bei dir ist ja immer so die Orientierungsschwierigkeit, ist es jetzt Schlager oder ist es Pop oder ist es irgendwie zwischendrin? Du hast ja ein Album gemacht, das hieß Schlager, aber drauf war sogar Rap. Also ich mache Musik. Das ist mittlerweile, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so jetzt kommt es langsam an, dass es völlig wurscht ist. Wie es heißt, Hauptsache ob Schlager oder Pop, Hauptsache es berührt, dann kommt an. Musik muss berühren. Und egal ob Schlager oder Pop-Fans, wenn Sie Fragen haben, immer her damit, reichen wir heute gern an Vanessa weiter. Wir freuen uns auf einen schönen Vormittag. Ja, Vanessa May und ich wollten schon gehen, um unsere Verträge zu überprüfen. Ja, ja, ich habe auch schon abgekürzt. Ja, ich leider auch. Seitdem ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, nichts Schlimmes. Ich muss noch nee, mal bei mir auch nicht schlimm. Bist du jemand, der so bei Verträgen wirklich alles von vorne bis hinten durchliest und dann auch noch die AGBs vom Handyvertrag und so? Kommt echt drauf an. Man sollte es, glaube ich, tun. Aber es gibt, also gerade beim Smartphone ist es ja, kommt irgendwas, pops auf und du machst akzeptieren. Blöd dabei. Weil ich muss jetzt was anderes tun. Ja, gerade am Rechner, wenn dann immer auftaucht, so neue AGBs, dann Hauptsache passt. Es ist vorbei. Ja, ist eigentlich. Aber wir empfehlen hier immer das Gegenteil. Ja? Ein bisschen leichtsinnig. Aber mit dem ich hoffe, wir haben jetzt keine auf komische Ideen gebracht. Ja? Schon, aber ich schreibe jetzt in Zukunft immer alles aus. Alles aus. Ja. Alles aufschreiben. Wir werden mal einen Blick auf dein Leben werfen. Da ist einiges passiert bei Vanessa May. Ich bin gespannt. Kann ich mal gleich besuchen? Vanessa ist ganz zuversichtlich. Ja. Letztes Mal hast du dich irgendwie am Kreuz verletzt, oder was war los? Halswirbelsäule, ja. Aber auch das, wie alles, was im Leben passiert, ist wichtig, um zu wachsen. Ja, du hast ja letztes Jahr dann irgendwie einen Cut gemacht, kreative Schaffensphase. Pause oder vorher kreatives Burnout, wie müssen wir uns das vorstellen? Nee, es war, als die Meldung rausging, kreative Schaffenspause, war das auch wirklich so, weil ich einfach auch wirklich gearbeitet habe, ein ganzes Album aufgenommen habe, verworfen habe. Und dann die wieder weggeschmissen, kam, oder? Ja, die Songs sind verworfen. Der einzige Song, der aufs neue Album draufgekommen ist, ist die beste Version. Und dann ging es mit für immer los, als ich alles, wie schon im Clip gesagt, abgeworfen habe von mir, alles Negative, alles, was mich nicht gut fühlen hat lassen, habe ich dann einfach Aber was war das dann? Warst du in irgendeinem Hamsterrad drin? Und ja, definitiv kann man so bezeichnen. Ich habe mich einfach nicht mehr gesehen, konnte nicht mehr sagen, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Und habe einfach resettet. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Und ich freue mich so tierisch auf diese Tour, weil sie jetzt eben nicht nur stattfindet, sondern weil jetzt auch ich wirklich klar sehen kann und mich so auf die Fans freue und das neue Album am Start habe. Und so. Wie hast du dich dann resettet? Bist du irgendwo ins Schweigekloster nein. Einfach nur zu Hause? Nein, einfach, das ist, muss man sich gar nicht spektakulär vorstellen. Das war einfach nur hier, alles hier oben. Und dann habe ich mich von allem Negativen einfach getrennt, von vielen Menschen auch. Und das ist der Zug des Lebens. Viele steigen ein, viele steigen aus.
So, wenn man so ein bisschen ausdünnt und dann irgendwie wieder klarer sieht. Dein Mann ist immer an deiner Seite, auch als Manager. Ja. Ihn fürs Video zu kriegen, hast du ihn da überreden müssen oder hat er sich da selber ins Bild gedrängt? Nein, er gar nicht. Er mag es gar nicht, vor der Kamera zu sein, was ich auch gut finde. Der ist echt im Hintergrund. Aber wäre auch doof gewesen, wenn ich jemand anderes in einem Video geheiratet hätte. Deswegen. Er wäre eifersüchtig geworden, oder? Nein, Quatsch. Aber es ist einfach auch symbolisch dafür gewesen. Er hat mich die Zeit getragen und deswegen der Song hat passt wie die Faust. Wie ist denn das überhaupt, dass der Mann gleichzeitig der Manager ist? Ist ja schon eine schwierige Situation, weil man das irgendwie immer, deine Haare machen Lärm. Sorry. Sagt der Kollege. Hier machen nur die Gäste Lärm, nicht die Haare. Wie trennt ihr das zu Hause? Weil sonst spricht man ja wirklich 24 Stunden am Tag nur über die Arbeit, wenn man Pech hat. Ne? Ja, aber also ich kann nur für mich sprechen. Ich glaube, es gibt viele, die sagen, um Gottes Willen, bleib mir weg. Ich möchte mit meinem Mann nicht arbeiten, mit meiner Frau. Bei uns ist es perfekt. Also wir sind da echt eine Symbiose und leben einen Lebenstraum. Und das ist echt super, super schön. Und hat mir auch geholfen, durch die schwere Zeit zu gehen, weil da jemand war, der vertraut ist. Im Film zum Beispiel hatte ich eine Managerin, die andere Interessen hatte. Also im Film war, ich habe eine Sängerin gespielt, aber ich habe eine Sängerin gespielt, die sehr wenig mit mir zu tun hat. Es gab ein paar Parallelen so mit der Krankheit, dass man eben auch die Tourabsage hatte und so weiter. Aber dennoch war es sehr herausfordernd, so eine komplexe Rolle zu spielen. Es war nicht nur eine Sängerin, sondern wirklich eine, die todkrank war. Ihr Vater hat ein zerrüttetes Verhältnis zu ihr und ja. Ist ja gerade gelaufen, genau. Mit Axel Prahl zusammen, der ja auch singt und auch mit dir zusammen gesungen hat. Hast du ihn erst aufs Album gequatscht und dann habt ihr zusammen gedreht oder war das erst parallel? Gedreht. Also der Song Spiegel ist entstanden für den Film erstmal und da er mir so aus der Seele gesprochen hat, musste der aufs Album drauf. Dann haben wir mit Axel wirklich in jeder freien Minute greift Axel zur Gitarre und spielt einfach. Er ist wirklich ein toller Musiker neben der Schauspielerei und dann haben wir gesagt, hey Axel, das klingt alles so toll, bitte, bitte, komm mit aufs Album und er hat es gerne gemacht und deswegen ist das Duett auch auf dem Album drauf. Ja. War das jetzt ein Ausflug in die Schauspielerei oder hast du ich hoffe nicht. Lust ich auf mehr? Ich habe mich so gefreut über das Feedback. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir, ich hatte noch nie auf irgendwas 100% positives Feedback. Es gibt immer irgendjemand, der was zu meckern hat und das war beim Film extrem, wie der berührt hat. Das hat mich so stolz gemacht und die Menschen nehmen einen wahr wirklich als Schauspielerin. Natürlich, ich würde mich niemals als Schauspielerin bezeichnen. Das ist nach einem Film, glaube ich, auch ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber ich habe geschauspielert und es kam an meinen Leuten. Das hat mich schon hungrig gemacht nach mehr. Ich würde gerne noch mal Fuß fassen. Ich mag das auch, vielseitig zu sein, Ausflüge zu machen, zu gucken, was geht noch. Ja, wichtig ist ja, dass dann die Fans auch irgendwie mitgehen. Ne? Also, und sie gehen mit und deswegen nicht so puristisch, dass sie dann sagt, was, jetzt macht sie mit dem Rapper und jetzt singt auch noch der Naidoo mit. Das gibt es ja immer, aber ich finde nichts Tolleres, als wenn du so viele Chancen kriegst. Ja. Nimm sie wahr, egal, es hat auch nichts mit meinem Job zu tun. Überall im Leben, nimm die Chancen wahr und geh durch, egal ob du fällst, geh weiter. Ja. Guckst du jetzt eigentlich DSDS? Ja, wir sind halt auf Promophase ganz viel, deswegen bin ich selber für unterwegs, aber ich habe erst gestern eine getroffen, die beim Interview, die teilnimmt dort. Ach, heiß. Die hat einen Song von mir gesungen. Voll cool. Ja, das ist natürlich noch besser, ne? Aber dass da Naidoo auch mit Bohlen und so, ich finde in der Staffel, die sind irgendwie ein ganz, ganz entspanntes Team, ne? Mega cool, es passt sehr, sehr gut. Ich finde, alle machen es echt toll. Und Oana finde ich so, ich bin ein riesen Oana-Fan. Ja. Finde ich immer witzig, wenn da Leute kommen, die da ihren Lebenstraum verwirklichen wollen und dann fangen die an zu singen und du denkst, hat ja keiner gesagt, dass du vielleicht doch lieber zu Hause bleiben würdest. Es war für mich auch schwierig, in der Jury zu sitzen, weil ich bin nicht die Rolle, die da draufgehauen hat und wollte. Das wollte ich auch gar nicht. Ja, aber von dem ist man ja eigentlich so weg. Ne? Selbst diejenigen, die jetzt nicht so gut singen, werden dann entspannter angefasst. Naja, es muss schon damit rechnen, da stehen Menschen vor dir, die eben Träume und Gefühle haben. Und da muss man Showformat hin oder her, man muss da ein bisschen sensibel mit umgehen. Das, so war meine Philosophie zumindest. Ich glaube ja sowieso, egal wie du es einmal nach vorne schaffst, wenn du dann erst vorne bist, dann musst du natürlich auch performen. Ja? Ganz egal, ob du es durch DSDS schaffst oder durch sonst irgendwas, ohne Arbeit geht da auch nichts weiter. Und das sieht man ja auch bei vielen, die gewonnen haben, dass bei manchen geht mehr und bei manchen weniger. Ja, aber es ist sowieso, ich habe mittlerweile auch gelernt, es gibt gar kein Ankommen. Es gibt nur einen Weg und genieß den einfach. Es gibt kein Ziel, an dem du irgendwann stehst und sagst, jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte. Weil es gibt immer Dinge, die noch kommen oder anders laufen. So blöd ist dieser alte Satz, der Weg ist das Ziel gar nicht. Es ist so. Es ist so. Hauptsache der Weg macht Laune. Diese Kalendersprüche machen verrückt, aber es ist wirklich manche stimmen auch. Wenn Sie noch einen Kalenderspruch für uns haben oder eine Frage an Vanessa, immer her damit, reichen wir sehr, sehr gerne noch weiter. Ganz viel Liebe und Vanessa May hat beim Thema Fersensporn gerade schon gezittert. Das ist die schlimmste Verletzung für Tänzer, oder? Wenn ein Fersensporn des Weges kommt. Jede Verletzung ist echt ätzend. Aber wie oft hast du dich beim Tanzen verletzt? Du hast ja echt professionell getanzt, ne, bevor du gesungen hast. Bei jeder Tour ist mindestens einmal irgendwas dabei als normal. Also Let's Dance war natürlich auch super anstrengend, aber auch schön. Aber das ist normal. Abnutzung halt. Wie viel Training ist dieses Let's Dance?
Wie viel Training? Also, wenn du bis zum Schluss dabei bist, dann sind es 3 Monate, 8 Stunden jeden Tag. Kann man sich gar nicht vorstellen. 8 Stunden krass. Jeden Tag getrieben werden. Obwohl du das ja dann von früher kanntest, oder? Du hast Hip-Hop-Dance gemacht schon was und anderes. So. Das ist schon echt was anderes. Also, mit dem hohen Schuh zu tanzen, einen Partner zu haben. Und dann halt immer wieder diesen Druck auch. Jede Woche eine neue Show, neuer Tanz. Du fängst eigentlich immer wieder bei Null an, weil ich habe im Leben noch nie Cha-Cha und Rumba ja, und so einen Kram getanzt. Gar keinen Tanzkurs gemacht, direkt in die Hip-Hop-Richtung. Ich musste mit meinem Lehrer tanzen in der Schule, danach war ich verbrannt. Genau. Jetzt, wenn du auf Tour gehst, nimmst du aber auch ein paar Tänzer mit, oder? Ja, also wir haben, es geht ja schon los in meinem Kopf. Im Herbst geht es ja los auf Tour. Und ich möchte den Fans einfach danken, weil sie echt krass hinter mir stehen. Das ist nicht selbstverständlich und deswegen möchte ich ganz viel zurückgeben. Es wird auf jeden Fall ein Gefühl sein, was ich den Leuten gebe. Also klar gibt es eine tolle Bühne, es gibt Band, Tänzer, denke ich schon, ohne Tanz geht's nicht. Aber ich möchte den Leuten einfach einen Abend bereiten, der echt, so kitschig es klingt, voller Liebe gefüllt ist, weil wir haben alle echt Blödsinn im Alltag und deswegen, da muss man mal abschalten. Ja, das Schwierigste ist dann natürlich tanzen und gleichzeitig singen, ne? Irgendwie, es geht einfach. Ja. Du bist so drin und machst deinen Abend und der geht so schnell rum. Und deswegen freue ich mich auch auf danach immer sehr, weil die Autogrammstunden sind das Intensivste von allem und das Schönste auch. Also man ist nach so Autogrammstunden, das sind wirklich 2 Stunden, 3 Stunden nach dem Konzert noch, weil jeder soll ein Foto kriegen, jeder eine Umarmung, jeder ein Autogramm. Ist wirklich so. Jeder eine Umarmung. Also die letzte Autogrammstunde waren 4 Stunden. Ja. Und jeder kommt und du bist zwar körperlich danach echt müde, aber du bist hier drin mit so viel positiven Gefühl. Free Hugs. Ja. Wirklich Free Hugs. Ist ja für beide Seiten schon, irgendwie ein gutes Gefühl. Da werden bei Vanessa Mai gleich Erinnerungen wach an den letzten Dreh mit Axel Prahl. Sofort wieder Bock, oder? Voll. Ja, echt. Was dann eher? Du müsstest mal was spielen, was so komplett konnte. Irgendeine Drogendealerin oder irgendeine so eine richtige Bitch. Also ich muss sagen, so, ja, ich glaube, da muss man aufpassen, weil ich dann doch noch Sängerin bin. Ich glaube, das wird dann schwierig. Ich muss ein bisschen sympathisch bleiben, glaube ich. Auch wenn ich so viele nicht bin, aber gut. Aber ich glaube, so krass emotionale Sachen, das mag ich schon sehr. Dieses Weinen, ich habe so gern geweint am Set. Ja. Ja. Kannst du so auf Kommando? Ja, jetzt nicht, aber im Film dann schon. Man kann verschiedene Hebel im Kopf bewegen, dass es dann funktioniert. Das ist halt eben auch Handwerk, ne? Irgendwie Schauspiel, Musik und so, das hängt alles auch ein bisschen. Ja. Geschichtenerzähler. Ja, es war schon ein großer Unterschied, muss ich sagen. Musik und Schauspiel. Ja, wir sind gerade schon am Sprechen. Milch, Hafermilch, Sojamilch. Ja. Ja. Wir experimentieren ein bisschen. Das tun wir. Mit allem. Du wohnst ja auch im Prinzip auf dem Land, oder? Ja. Ist es da auch so schön wie in Buttenland? Ja. Auf dem Ländle bei Stuttgart? Im Schwabenland, ja. Ich finde es nach wie vor schön. Ich will nicht weg. Warum? Weil das irgendwie schön ist, mal Heimat. Weg vom Schuss? Heimat, ja. Heimat, Familie, Erinnerungen, Schule zu Schule gegangen, aufgewachsen. Mein Mann und ich leben da jetzt gemeinsam. Er ist auch dort aufgewachsen. Das ist halt einfach Heimat. Habt ihr euch erst kennengelernt und dann zusammengearbeitet oder erst gearbeitet und dann lieben gelernt? Wir haben uns kennengelernt beim Arbeiten. Lieben gelernt habe ich ihn ein Jahr früher als er mich. Ja. Oh, das funktioniert bis heute ganz gut. Ja? Kann man nicht von allen Paaren sagen, die auch zusammenarbeiten. Volle Kanne Frühstück mit Vanessa Mai. Jetzt gibt es natürlich große Diskussionen wegen Fridays for Future. Ne? Regina Möller sagt, es ist ja unglaubwürdig, mit 25 andere Maßregeln und gleichzeitig bei den Temos tausende Tonnen von Müll hinterlassen. Okay. Und jedes Jahr neue Smartphones kaufen. Dieses vernünftig Leben in diesen Zeiten ist eben nicht einfach. Ne? Und das vielleicht auch mal die Biogurke irgendwo eingeschweißt oder so. Ich glaube, es ist auf jeden Fall falsch zu denken, naja, wenn ich was mache, dann ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, jeder kann was wichtig tun, auch im Kleinen. Und es muss ja nicht immer gleich alles stimmen, aber ein bisschen was anfangen. Und das kann man, glaube ich, der Fridays for Future-Bewegung anrechnen, dass sie das Thema mal richtig aufs Tableau gebracht hat. Wir hatten nach dem Song die House-Martins waren's. Vielen Dank an alle, die das... Ich habe immer gewusst, irgendwas aus England. The House-Martins. Viel Spaß bei der Tour. Dankeschön. Danke fürs Frühstück, Vanessa Mai. Morgen sind wir wieder da zum Start. Wochenende. Schönen Tag noch. Servus.